Schuber nach oben sortieren. Ja. Weil du bist groß, du musst dich nicht. Das ist diskriminierend. Ja, ich weiß. Und ich hab's sogar auf Video. Das kommt auf Twitter. Herzlich willkommen zu meinem Dokumi-Video. Ich erzähle euch heute ein paar Background-Infos aus der Händlersicht. Ich hoffe, ihr findet das Ganze interessant. Wie ihr sehen könnt, Tag 1 hat recht spät gestartet. Das lag daran, dass ich nachgekommen bin. Ich komme ja nicht direkt aus Köln. Hier hatten wir schon die Regale aufgebaut und ich habe schön, wie Manu gesagt hat, die ganzen Schuber oben hingestellt, weil ich bin die Größte von uns aus dem Team. Wir sind leider nicht so weit gekommen, wie wir es gerne gehabt hätten am ersten Tag. Ich glaube, so gegen 20 Uhr waren wir dann fertig. Dort mussten wir dann auch die Halle verlassen. So sah der Stand am ersten Tag aus. Es hätte besser sein können, aber soll ich euch mal was sagen? Wir hatten fast 2 oder 3 Tonnen Manga dabei. Habt ihr schon mal 2 bis 3 Tonnen Manga ausgepackt? Es ist die Kretze. An Tag 2 habe ich dann mit Crunchyroll angefangen und dieses Regal hat mich echt zur Verzweiflung gebracht. Wir hatten einfach so viel Hell's Paradise und Jujutsu Kaisen dabei. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Gerade wenn ich mit Hell's Paradise fertig war, mache ich den nächsten Karton auf. Und dann war da einfach noch mehr Hell's Paradise drin. Ich habe wirklich gedacht, ich krieg die Motten. Hier sehen Sie einen Manu in freier Wildbahn. Oh ja, das kommt in mein Video. So. Bisschen Progress. So sieht das aus. Alles ganz hübsch. Schön sortiert auch. Jujutsu Kaisen. Wir haben ein Rondell. Ja, und dann kommt das Chaos. Gerade packen wir Egmont aus. Also es ist pures Chaos. Wirklich. Ne? Also, ja. Mal sehen, ob wir bis 22 Uhr fertig sind. Diese Rondells, ne? Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Die sehen sehr fancy aus, aber die sind richtig scheiße zum Einräumen. Die haben unten ein bisschen ein größeres Fach für Großformate, aber oben, du wirst der Sache nicht Herr. Ich habe da alles an Beastars und Tokyo Ghoul und Jujutsu Kaisen reingestopft, was wir hatten, und das Ding war immer noch nicht voll. Das war einfach wie ein schwarzes Loch. Dann habe ich einfach den Rest noch reingeballert. Ganz ehrlich, I don't give a shit at this point. Gegen 17.30 Uhr hatten wir es endlich geschafft. Wir haben wirklich fest damit gerechnet, dass wir bis mindestens 22 Uhr dort sind. Man kann am letzten Aufbautag, also Donnerstag, halt bis 22 Uhr aufbauen. Das war der Neuheitentisch. Wir haben das ein bisschen nach Verlag sortiert gehabt. Der Funko Pop Ständer, der ist mir dann irgendwann sehr auf den Keks gegangen, aber er war dann doch ganz hilfreich auf der Convention. Der Neuheitentisch war danach wie leergefegt, ihr werdet es nachher sehen, also das war brutal. Ja, unser Tokyo Pop Regal, leider ist nicht so viel Backlist von Tokyo Pop gegangen, aber es sah alles sehr, sehr hübsch aus und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wir hatten auch wirklich ein viel besseres Aufbausystem als letztes Jahr, muss man sagen. Wir hatten auch schönere Planen und generell Carlson war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig. Ich schaue jetzt nicht in die Richtung von Johnny. Ja, diese Rondells waren dann auch endlich mal gepackt. Einer war nur voll mit Hayabusa Boys Love. Der Boys Love Tisch an sich war auch wirklich mega gut. Der ist so gut angekommen, auch wenn 1, 2 Titel leider nicht so gut gegangen sind, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir haben dann da auch am letzten Tag einfach ziemlich viel Shit reingekloppt, ehrlich gesagt. Die Sitz-Area, ja, da muss ich glaube nichts mehr dazu sagen. So, Tag 1 von Verkauf, Start der Dokumi hat offiziell begonnen. Als es dann gegen 10 Uhr losging am ersten Tag, mein lieber Mann, wir wurden überrannt. Ihr seht es ja dort gerade im Video. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir am Freitag schon so überrannt wurden. Das ist übrigens die Genshin-Schlange. Da habe ich auch gedacht, what the hell?
Die standen da wirklich durchgängig von Tag 1 bis Tag 3 der Dokumi. Jeden Morgen, beziehungsweise, ja doch, eigentlich jeden Morgen bis mindestens 2 Stunden vor Ende standen die dort Schlange. Und es war einfach so faszinierend auch einfach. Ab 14 Uhr habe ich dann wirklich nur noch wie eine Wahnsinnige kassiert. Ich habe auch noch nichts gegessen gehabt zu dem Zeitpunkt, weil wir einfach so beschäftigt waren. Ich bin ständig Leitern hochgeklettert, um Schuber runterzuholen, habe Leute beraten. Dann habe ich David noch ein bisschen Anweisungen gegeben, weil das war seine erste Convention, wo er geholfen hat. Und wirklich einfach nur kassiert. Nur kassiert. Ich habe nichts anderes gemacht und ich war fix und fertig an dem Tag. Ihr könnt es ja sehen, da war es ungefähr 7:30 müsste es gewesen sein. Ich habe das alles ziemlich aus dem Gedächtnis rausgemacht. Der Tisch war schon recht leer tatsächlich, es ist viel weggegangen. Hier esse ich gerade das allererste Mal etwas und es war einfach ein Wasabi-Chip. Ich bin froh, dass das nicht auf dem Video drauf ist. Mir hat das so die Nase durchgescheppert. Der hat so in den Augen gebrannt. Ich bin eigentlich echt nicht zimperlich bei Wasabi, aber meine Güte, der hat mich weggefetzt. Unser Stand kam echt gut an, tatsächlich auch am ersten Tag schon, aber man hat gemerkt, so ab 19 Uhr war es nur noch zäh, es hat sich mega gezogen. Auch die Leute, du hast gemerkt, die wollten heim, die Genshin-Schlange war mal weg, zu meiner Überraschung. Aber der erste Tag war wirklich sehr, sehr heavy. Es ist Dokumi, Verkaufstag 2. Manu ist wieder im Cosplay da. David, Lena. So, wir füllen jetzt gerade den Boys Love Tisch auf. Wir haben die Lucky Bags jetzt endlich mal aufgefüllt. Wir haben unseren Kleinkram hier ein bisschen sortiert. Wir werden jetzt gleich noch hier die ganzen Regale ein bisschen sortieren, ein bisschen auffüllen. Auch das Rondell ein bisschen auffüllen. War gestern dann doch recht viel los. Wir haben noch ein bisschen was an Schubern da. Und ja, wir sehen mal, was wird. In der Halle ist jetzt noch nicht so viel los, bis auf die Laserschwerter. Und ja, alle sind gerade schon am Aufbauen. So sieht das übrigens alles noch aus, wenn niemand da ist. Da wird ein bisschen Klavier gespielt. Die Pommesbude wird schon angeschmissen. Also, wir sind gespannt. Ich habe dann hier tatsächlich noch mal ein bisschen festgehalten, wie wir kurz vor Eröffnung dann noch mal alles aufgefüllt haben. Vor allem das Rondell, weil das Boys Love Rondell ist wirklich sehr gut gegangen. Es war aber sehr, sehr knapp. Also so 20 vor 10 waren wir, glaube ich, dann fertig, was wirklich sehr knapp ist, weil um 10 standen dann schon die ersten Leute da, aber wir haben es gerade noch so geschafft. In meiner Pause bin ich dann schnell an den Genshin Impact Stand gerannt und habe mir das Ganze mal angeguckt. Es ist schon echt mega cool, aber es wäre es mir nicht wert gewesen, 2 Stunden da anzustehen. Und ganz ehrlich, was ich da dann gesehen habe, bereitet mir jetzt noch Albträume. Ich meine, was ist das? Was ist das? Das kommt wirklich einfach straight aus der Hölle. So gegen 2:30 Samstag war auch nochmal wirklich richtig viel los. Da habe ich auch nochmal so 3 Stunden nur kassiert und wir haben unsere Positionen ändern müssen, denn freitags wurden wir ja schon beklaut. Samstag haben wir dann unsere Technik ein bisschen geändert, wer wo wie steht. Das hat echt gut geholfen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das, was uns da geklaut wurde, das ist echt unfassbar. Die Leute sind sehr, sehr dreist. Ja, danke fürs Abschminken. So, wir sind jetzt leer. Feierabend für den Samstag. Wir möchten nicht mehr. Langt jetzt. Hier ist nochmal die Halle leer. Wir sind jetzt am Abdecken, zusammenräumen, fertig, pipapo. Hier haben alle müde, einfach kein Bock mehr. Es war ein schöner Samstag, aber es war auch ein sehr anstrengender Samstag, ne? Bonjour, we are at Dokumi today. Stehen zu bleiben. Mitten in den Füßen, Alter. Das ist doch noch eine Marienwurst.
Wann, Diggi? Wann? Ich hab keine Zeit. Aber ist schon cool, hier so durchzulaufen, wenn niemand anders da ist. Und weil du dann auch mal alles siehst. Ja. Da ist er, unser Stand. There it is. Ihr kennt das Spiel auch an Tag 3. Wir waren alle extrem müde. Wir waren ja dieses Mal auch noch früher da als die Tage davor. Wir haben einfach nur noch versucht, die restlichen Kartons leer zu machen, weil wir gedacht haben, alles, was heute noch weggeht, ist weniger, was wir später in den Transporter packen müssen. Denn Sonntag ist ja der lange Tag, wo wir dann noch abbauen müssen. Auch hier waren wir jetzt wieder ein bisschen knapp, 9:45 und wir waren noch nicht fertig. Und wir haben wirklich versucht, einfach alles reinzuknallen, was geht. Und das war auch wirklich, wirklich hilfreich. Mir ist aber erst im Nachhinein aufgefallen, was für eine scheiß Körperhaltung ich eigentlich habe. Dafür, dass ich so groß bin, mache ich einen ganz schönen Buckel. Ja, gegen 10 waren dann auch schon wieder die Leute an unserem Stand. Unser Stand sah noch sehr, sehr gut aus. Also wir wurden oft sehr gelobt, vor allem für den Boyslauf-Tisch. Auch die Neuheiten war schon vieles weg. Chainsaw Man 13 war dann irgendwann wirklich komplett weg. Generell die Egmont-Neuheiten. Hier seht ihr nochmal den Saberland-Stand. Ey, die Leute von Saberland wirklich, das sind so coole Leute gewesen. Und hier ist der Fotopoint gewesen. Also die Jungs, die haben sich richtig Mühe gegeben. Ich habe natürlich auch ein Laserschwert gekauft, aber das habe ich meinem Freund überlassen. Die Genshin-Schlange natürlich wieder, was soll ich sagen? Ich verstehe es immer noch nicht, auch an Tag 3 nicht, aber ist ja auch nicht mein Bier, sag ich mal. Ja, und dann ging es halt wirklich straight nur noch ans Kassieren. Es war wirklich eine sehr lineare Arbeit, aber tatsächlich auch eine sehr spaßige Arbeit. Johnny war die ganze Zeit am Fotos machen mit irgendwelchen Leuten, die habe ich gar nicht gekannt. Ich hatte mega viel Spaß mit Lena und Manu und mein Freund hat sich wirklich wacker geschlagen dafür, dass es seine erste Convention war. Ich habe auch natürlich selber Mangas gekauft, weil wenn du die ständig vor der Nase hast, willst du natürlich auch welche. Und dann ging Sonntag endlich in meine wohlverdiente Pause. So, wir haben jetzt Kurzpause, like really short. Ich sehe dementsprechend fertig aus. Wir sind jetzt gerade in Halle 4 und ich werde versuchen, jetzt noch so viel zu schaffen wie möglich an einem Sonntag. Und es ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil unser Stand ist schon wieder voll. Und ja. Let's fucking go. So, wir sind jetzt in der letzten Dreiviertelstunde. Ha? Sorry. Was? Johnny hat was zurückgelegt. Ja. Die ganze Tüte. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unprofessionell, wie ich das hier angehe, aber I don't give a shit anymore. Die letzte Dreiviertelstunde ist angebrochen. Es ist auch noch ein bisschen was los hier tatsächlich, aber man merkt, okay, die Leute sind am Gehen, alle sind am Arsch. Wir sind ja dann noch, ich denke, bis mindestens 23 oder 24 Uhr hier für den Abbau. Der wird noch mal ein bisschen heavy, aber ich denke, Manu, Lena und ich habe keine Ahnung, wo David sich rumtreibt. Ich denke, wir haben noch genug Energie, um das gut zu stemmen. Ja, Fazit sage ich euch, wenn ich daheim bin. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin gerade einfach nur durch. Das waren wirklich fünf sehr intensive Tage bisher. Und ja, hier die Pommes, die stinken wie Scheiße, möchte ich nur mal so sagen. Ja, und da guck an, da war es dann auch schon wieder vorbei, die Dokumie. Es ging irgendwie rum wie im Flug, die Zeit ist nur so dahingeschmolzen, es war wirklich brutal. Man muss dazu sagen, am dritten Tag der Dokumie oder beziehungsweise am letzten Tag der Dokumie muss man immer warten, bis alle Besucher die Halle verlassen haben. Es war auch immer ganz lustig, weil die Security hat manchmal noch ein paar Nachzügler gefunden, die dann rausgescheucht wurden wie Hühner. Aber ja, wir haben nur noch versucht, alles so schnell wie möglich einzupacken. Da haben wir gerade ein Gruppenbild mit Saberland und dem Fotostand gemacht. Das war eigentlich echt mega lustig. Und ja, der Transporter war dann leider
recht spät dann geladen, aber wir haben es wirklich gut hingekriegt, alles einzupacken. Wir hatten von 2,5 Tonnen vielleicht dann noch so eine Tonne dabei. Also wirklich gut. So, es ist jetzt 20.43 Uhr. So sieht der Stand aus. Bitte einmal allgemeine Stimmung. Yeah. Ja, wir haben schon viel eingepackt. Der Transporter ist noch gar nicht beladen. Die Regale sind aber fast leer. Rondells sind leer. Die Halle wird auch immer leerer. Ja, das war der Genshin Impact Stand. Die Franzosen neben uns sind auch schon wieder weg. Die haben so Replikas dabei gehabt. Der Playmobil Stand wird immer kleiner. Lenas Schulter ist am Arsch. Da wird einfach nur noch. Ja, insgesamt, wir kommen ganz gut voran, würde ich sagen. Aber könnte auch besser sein, ganz ehrlich. Hier steht so ein einsames Egmont-Regal mit einem Haufen Inuyasha. Kauft Inuyasha, Leute. Kauft Inuyasha. Ja, und ja, wird noch ein bisschen dauern. Also, es ist, wie viel Uhr ist? 23:23. Es ist 23.23 Uhr. Wir sind jetzt gerade am Laden angekommen. Wir warten jetzt gerade noch auf Johnny und Lucy mit dem zweiten Wagen und werden jetzt noch alles auspacken. Es ist sehr kalt, deshalb habe ich gerade das Hemd von meinem Freund einfach übergezogen. Licht ist jetzt nicht so gut. Tatsächlich, aber es ist halt Nacht. Ja, hier stehen wir gerade vorm Laden, fangen schon mal an, werden die ganzen Sachen ausladen. Mal sehen, wie lange wir brauchen werden. Let's fucking go. So, es ist 0.13 Uhr. Exakt. Nee, nicht exakt eine Stunde später. Ich kann nicht mehr rechnen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Manga-Laden nach einer Con gesehen habt. Aber der sieht dann so aus. Das hier ist unser gesamter Bestand. Bis auf ein paar Figuren. Wir sind fix und fertig. Die Regale sind aktuell alle leer. Die Rondells sind leer. Das machen die Mädels, sobald wir Mittwoch wieder da sind. Ein wildes Johnny. Yay. Ja, also falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ein Manga-Laden nach einer Con aussieht, that's it. Wir sind einfach alle am Arsch. Tschö mit dö für heute. So, ich bin wieder zurück zu Hause. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen zwischen Dokomi und Heimreise. Wir haben jetzt heute den Donnerstag. Montag bin ich zu Hause. Gewesen, Montagabend. Ihr habt ja schon einen kleinen Eindruck bekommen von der Dokomi. Generell würde ich aber sagen, ja, Dokomi war cool. Wir haben viele tolle Leute getroffen. Ich habe viele andere YouTuber gesehen. Aber so all in all, so aus Händlersicht jetzt gesprochen, glaube ich wirklich, dass sich die Dokomi bzw. die Veranstalter der Dokomi mit dem dritten Tag wirklich sehr übernommen haben. Wir haben uns mit den Ständen um uns herum so ein bisschen zusammengeschlossen. Also direkt gegenüber von uns war Saberland. Die haben echt richtig geile Lichtschwerter verkauft. Und schräg gegenüber von uns war so ein Fotostand. Die haben kostenlos so eine Fotokulisse zur Verfügung gestellt, wo man dann frei nutzen konnte. Und ich sag's, wie es ist. Es ist viel Scheiße passiert. Und leider, leider, leider habe ich das Gefühl, dass auch dieses Jahr die Security nicht so funktioniert hat, wie sie hätte sein sollen. Ich habe auch mit ein paar anderen YouTubern gesprochen. Hey, wie war es eigentlich beim Einlass? Weil ich meine, wir Händler, wir kriegen von dem normalen Einlass gar nichts mit. Wir haben ja einen gesonderten Eingang. Wir gehen ja direkt in die Hallen rein. Und klar, wir werden auch kontrolliert, aber halt nur unser Ticket. Und es war halt tatsächlich so, dass je nachdem, welche Security man hatte, dass entweder die Tasche ultra penibel kontrolliert wurde oder gar nicht.
Was ich tatsächlich sehr fahrlässig finde, gerade wenn solche Drohungen im Raum stehen. Aber gut, ja, bei dem Fotostand schräg gegenüber von uns war tatsächlich eine der Cosplayerinnen, die auf dieser Abschussliste stand. Es wurde ja vorher so eine Liste mit Bildern von Cosplayern gepostet, dass die das Hauptziel sind. Die Dame war auf jeden Fall da. Diese Gruppe war auch schräg von uns gegenüber, dass es samstags passiert. Der Stand ist 4 bis 5 Meter von uns weg. Wir haben es nicht mitbekommen. Die Halle war so voll. Wir haben den Stand nicht mal gesehen. Wir haben es nur im Nachhinein erfahren. Also diese Gruppe war da. Die Cosplayerin war zum Zeitpunkt aber auf der Bühne, glaube ich, und hat halt getanzt. Und hatte dann tatsächlich einen Nervenzusammenbruch, als sie mitbekommen hat, dass die Leute auf sie warten. Und halt auch schon sehr gedrängt haben. Also sie haben auch gesagt, ja gut, dann warten wir draußen auf dich. Und die ist dann auch zum Sanitäterzelt begleitet worden, auch mit Security. Und der Stand hat dann auch eine eigene Security bekommen, weil sich diese Vorfälle gehäuft haben. Es kam auch leider tatsächlich vor, dass sich jemand als Dokumi-Helfer ausgegeben hat und Eis verteilt hat. Und dieses Eis war mit Drogen versetzt. Wie das passieren konnte, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, weil der muss ja auch irgendwie an die T-Shirts rangekommen sein. Bei Künstlern wurden ganze Kassen geklaut, wir selbst wurden leider auch bestohlen. Bei uns beschränkt sich das jedoch nur auf Manga, sag ich mal. Es ist trotzdem extrem ärgerlich. Aber all in all, ich selbst hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich mich bedroht fühlen muss, sag ich ganz ehrlich. Aber ich habe halt um mich herum viel gesehen und viel gehört, was mich wirklich sehr schockiert hat. Und das finde ich einfach super, super schade, weil ich finde, das sollte bei der größten Anime- und Manga-Messe Europas nicht passieren. Vor allem, weil man aus dem letzten Jahr anscheinend nichts gelernt hat. Ihr seht halt in dem Video nicht so krass viel von der Dokumi selbst. Ich wollte euch eher einen Einblick von den Händlern mal geben, denn als Händler hat man eigentlich so gut wie gar keine Zeit, irgendwas von der Dokumi anzuschauen. Wir hatten alle jeweils eine Stunde Pause, wir sind immer zu zweit gegangen und dann hieß es zack, 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 los, schnell alle Stände abklappern, die man sich in der App gespeichert hat und dann hoffen, dass einfach nicht so viel los ist. Samstag war katastrophal zum Durchkommen, aber it is what it is. Wir sind dann meistens abends kurz vor Verkaufsschluss, wenn sich die Hallen schon so ein bisschen geleert haben, sind wir vom Stand nochmal los und haben gesagt, okay, komm, wir nutzen jetzt die Gelegenheit, jetzt ist auch wenig bei uns los. Nichtsdestotrotz würde ich euch jetzt gerne noch zeigen, was ich gekauft habe. Es ist nicht viel und die Mangas zeige ich euch jetzt nicht. Die kommen dann in einem Manga-Update oder so. Aber ich wollte euch so den Kleinkram mal ein bisschen zeigen. Ich war zuallererst Freitag natürlich bei Katzenjammerpins. Wie ihr sehen könnt, ich bin ja gar nicht verrückt. Ich habe irgendwie nicht irgendwie so 3 Millionen Pins von Katzenjammerpins. Ich habe mir einmal hier diesen Stern von Genji noch gekauft. Und hier vorne... Ich gucke, dass es nicht so spiegelt. Den Ramen-Bunny und das Nagata habe ich mir gekauft. Das war so mein Must-Have auf der Dokumi. Das wollte ich auf jeden Fall erledigen. Dann habe ich natürlich auch noch so ein bisschen Merch gekauft. Demon Slayer und Chainsaw Man natürlich. Da habe ich einmal diesen super nice Button mit Power und Denji drauf. Habe dann noch Mitsuri geholt. Die musste auf jeden Fall mit. Und Daki von Demon Slayer. Dann habe ich mir hier noch so einen super coolen Schlüsselanhänger von Chainsaw Man gekauft. Der musste einfach mit. Der ist so geil. Den hat die auch selber gemacht. Das war saulustig. Ich habe auch noch Socken von Katzenjammerpins gekauft, aber die sind halt jetzt natürlich in der Wäsche. Da ist diese Ginkgo Cat drauf. Und mein Freund hat dann noch so eine Lucky Bag gezogen. Und ich habe gesagt, hey, ich habe ein Schlangentattoo. Eigentlich bräuchte ich noch die Schlange. Aber die ist halt jetzt nicht mehr drin, leider. Und er kauft diese Lucky Bag. Und es war einfach die Schlange drin. Die Schlange wollte ich, den Otter wollte er und die Katze ist einfach ein cooles Gimmick. Das heißt, wir haben nochmal exakt die gezogen, die ich haben wollte. Und last but not least natürlich noch Mizuko-chan. Das ist so mein Fazit zur Dokumi. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, wie es für euch war. Ich habe jetzt auch schon viel Positives über die Dokumi gehört. Und es freut mich natürlich, wenn die Besucher eine gute Zeit hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, so händlermäßig, ist vieles schiefgelaufen. Vieles, vieles schiefgelaufen. Aber schwamm drüber, die Dokumi war trotzdem sehr, sehr cool. Und ich freue mich schon mega auf nächstes Jahr.
Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Sayonara! What a wonderful world.